Guten Tag! Moin! Ja, herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Test wahrscheinlich, ne? Ja. Wird's werden, also so viele Folgen wird's nicht werden. Und wir spielen heute, Way, ne? Heißt das nur? Yes, das ist Way, die Alpha schon seit 2011. Ich glaube von, wie hießen die nochmal? Coco und Co., ne? Ja, habe ich auch nicht ganz gecheckt, wer das ist. Ich habe die einzelnen Leute, konnte ich bei Twitter ansehen, aber doch, Coco und Co., with love, Coco und Co. steht hier, stimmt. Coco, ja. Also, ist ein Indie-Game, auf jeden Fall. Und für zwei Spieler, das muss man auch zu zweit spielen, allein kommt man nicht weiter. Und das, genau das ist der Sinn der Sache. Genau, das ist der Sinn der Sache. Wir müssen nämlich kooperieren, also quasi klassischer Coop-Modus. Aber es ist nicht nur Indie-Game, sondern es war auch Indie-Game des Jahres 2011. Und es hat sehr viel Innovation, muss ich sagen. Jo. Also du... Und, ja? Nee, du, Ladies First. Ich, ja, also der Lomdom, der hat mir das 2011 mal empfohlen gehabt. Krass, ne? Ja, das ist schon so lange her. Also, deshalb, ich hab's mit dem Paddy the Fly schon mal gespielt. Ist halt, wie gesagt, jetzt auch schon fast 4 Jahre her. Ich weiß nicht, hast du das auch damals dann gespielt oder hast du es nur empfohlen? Ich hab's nur empfohlen. Sehr gut. Ich hab's halt gesehen im LPT-Stream von Gronkh, Sarazar und Rumpi. Ach. Und da hab ich gedacht so, boah, geil, das musst du auch mal machen. Okay. Und jetzt ist es soweit. Okay, dann habe ich eine Wissenslücke. Wir hören uns übrigens auch beide ein bisschen komisch an heute, wir sind alle noch ein bisschen kränkelnd. Ja, beide. Deswegen, ich habe noch mein Süppchen noch hier stehen, ich habe mal was zu trinken. Also ich werde auf jeden Fall in der Aufnahme was trinken. Ja. Geht leider nicht anders. Vielleicht werde ich auch mal husten müssen. Also wirklich? Genau. Und jetzt bin ich hier auf einem kleinen Podest und da ist ein Pfeil, der sagt, ich soll nach rechts drücken. Du bist wahrscheinlich rot. Kann das ich sein? Bin sowas von rot. Okay, ich bin blau. Ja, das war klar. ist halt so, dass wir jetzt zweit spielen. Eigentlich sind wir Männlein und Weiblein. Das Blöde ist nur dadurch, dass ich den Server starte, bin ich Männlein. Warum auch immer man davon ausgeht, dass der Mann den Server hat. ja, also ich Frauen in der IT sind nicht so modern, ne? Das Ganze läuft nachher im Splitscreen. Das heißt, ihr könnt auch sehen, was ich mache. aber vorerst seht ihr jetzt nur Lomdoms Part. Das wird aber nicht lange dauern, glaube ich, weil das ist, glaube ich, so eine kleine Art Mini-Tutorial am Anfang, wenn ich mich recht entsinne. Aus meiner Sicht ist es so, ich bin blau gekleidet, habe einen Bart und darf nach links gehen. Und das werde ich jetzt einfach mal tun. Ich darf nach rechts gehen, sagt er mir. Ich weiß auch gar nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie man steuert. Ich glaube, das wirst du jetzt, glaube ich, lernen. Also Pfeiltasten. Dann gehe ich mal nach rechts. Lalalala, ich gehe mal nach rechts. Oh, nach oben. Da kann ich springen, also. Zack. Das ist ja easy. Also muss ich die Tastatur ein bisschen verstellen. So, Moment. So, dann gehe ich mal hier rüber und guck mal, was passiert. Whoop. Schon sehr knuffig gemacht, das Ganze. Ja, also ich, das Spiel ist mir auch Kiste. Sehr, sehr, sehr im Kopf geblieben. Aha, eine Kiste. Was mache ich denn mit der? Die muss ich schieben. Aber warum muss ich die schieben? Ich kann auch einfach so hoch. Oder nicht? Ach, so hoch kann ich gar nicht springen. Ah, okay. Ich habe gerade ein bisschen Starbound gezockt und da war natürlich die Erdanziehungskraft dermaßen. Da konnte ich irgendwie 100 Meter hochspringen. So, okay. Ja, ich bin gleich, glaub... Was war das? Egal, kann ich mal... Ich sehe schon mal, was du machst. Das wirst du auch gleich sehen. Okay, dann muss ich wahrscheinlich das runterschmeißen. Das Problem ist, wir dürfen gleich auch nicht... ist gut übrigens, dass wir nicht so viel reden dürfen nachher. War das richtig? Ich hoffe. Oh, geh mal weiter. Aua. Jetzt müsstest du quasi mich sehen, wie ich hier links und rechts rumlaufe. Yeah. Ja, also in diesem lustigen Fernseher. Und jetzt haben wir den Splitscreen. Herzlich willkommen. Ja, und jetzt haben wir auch das Türchen auf. Das heißt, ich kann weiter nach links gehen, du kannst weiter nach rechts. Weiter nach rechts gehen, genau. So, und hier diese Kreise, das sind quasi so die Enden. Das heißt, die müssen wir erreichen. Okay. Dass ich halt dein Symbol zu meinem Symbol und andersrum. Also es ist... genau. Und weiter geht's. Cool. Hat was. Ich habe Angst, dass diese Blöcke runterkommen und mich dann zerquetschen. Das kennt man so aus Mario. Genau, das denke ich mir auch die ganze Zeit, aber scheinbar nicht. Ich Crazy. Weiß nicht, ob das noch kommt. Das Coole ist, eigentlich ist es so, was der Lomdom mir eigentlich gerade ansprechen wollte. Eigentlich spricht man bei dem Spiel nicht viel. Es geht darum, mit seinem Gegner zu kommunizieren, indem man beispielsweise, hey, so ein lustiges macht oder weiß nicht gerade oder oh, ich bin gerade nicht so glücklich, dass man die Sachen macht oder halt Handzeichen und das lernen wir jetzt bei dem nächsten Zeichen. Ja, ich bin schon da. Okay, also, jetzt zeig ich dir was.
Achso, ich zeig dir quasi. So. Hey! Okay. Für Sparta! Nee, Quatsch. So, und dann können wir weitergehen. Genau. Also wir müssen wirklich kooperieren und wir dürfen nicht reden. Eigentlich ist es dafür gedacht, dass man Leute einfach so wahllos aussucht, mit denen man zusammenzockt, denke ich mal. Also und dass man die nicht wir kennt. Wir können hier über alles andere reden, als über das Spiel. Das stimmt. Werden wir auch machen. So, kann ich hier runterspringen? Ich sehe das gar nicht. Zoomen kann ich auch nicht. Wow, doch, zoomen kann ich. Ah ja, mit dem Scrollrad. Ah ja, ist klar, weil da war gerade plötzlich kein Boden. Aha. Oh, bong, bong, bong. Wie geht's, glaube ich, gerade wie mir? Ja. Boah, das ist krass. Ey, das ist crazy, aber ich muss wahrscheinlich hochspringen, ne? Ja. Du kannst sogar gerade auslaufen. Ja, ja, das sagst du jetzt einfach. Ja, ich darf es ja eigentlich nicht sagen, da war ja was. Tada! Ja, am Anfang ist es halt noch für uns beide neu. Also für mich eher als für dich, glaube ich. Ja, was ist das? Es ist lange her. Wow. Ich glaube. Wir werden es sehen. Aber die Frage ist für mich halt. Hey! Die Frage ist für mich halt, wann weiß ich denn, dass solche Plattformen da auftauchen? Ich kann ja einfach so. Das siehst du jetzt, mein Guter. Ah. Und ja, zwar, ja. Ich stehe jetzt, also das ist nämlich eigentlich der Teil, wo wir eigentlich nicht miteinander reden dürfen. Ich sehe deine Plattform, du siehst jetzt höchstwahrscheinlich meine Plattform. Und du könntest mich jetzt quasi leiten. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, hier, guck mal, da oder dort, ne? Wenn du so auf mein Männchen achtest, ja genau. Wo kann man eigentlich den Mittelfinger machen? Wenn man keinen Bock mehr hat auf dich. Geht nicht, ne? Also da haben die Entwickler echt geschlampt, muss ich sagen. Das war klar. Also, So. Was ist das denn? Was machst du denn für ein... Ich bin traurig. Keiner will mit mir spielen. Wo bin ich in diese ausweglose Situation gekommen? La 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 la. Es macht mir laut, obwohl ich glaube ich total falsch spiele. Naja, egal. Okay. Also ich zeig dir jetzt einfach mal die Richtung, die du laufen sollst. Ich mach mal einen auf lustig hier. Lalalala. Ja, okay. Das war ja easy. Achso. Jetzt freue ich mich. So, das werde ich jetzt auch einfach mal machen. Okay. Gut geklappt. Ja, du hast keinen Sturzschaden, das ist auch schon mal gut. Und jetzt? Muss ich mal was drücken? Jetzt hab ich auch runtergedrückt. Du musst nach unten drücken. Hab ich. Hä? Okay. Da stand wohl nicht richtig drin. Ja, ja! So. Das Spiel ist verbuggt, absolut. Das kann übrigens auch noch passieren, weil das ist ja wie gesagt eine Alpha-Version. Also wenn wir Fehler entdecken, dafür ist ja eine Alpha-Version da. Warte mal, nicht schieben. Entschuldigung. Red erstmal zu Ende, dann erkläre ich. Dann ist das sehr gut, weil das wollen die Entwickler auch mit einer Alpha erreichen. So. Ich bin fertig, du darfst. Also, ich sehe jetzt quasi, was du nicht siehst. Und ich kann dir jetzt quasi sagen, wie du die Kiste schieben sollst und wohin du springen sollst, okay? Und ich Das ist komisch, ich achte nämlich sonst immer nur auf mich, aber jetzt muss ich auch noch auf dich achten, das ist ja total crazy. Okay, dann stelle ich mich mal hier daneben. Ich glaube, so ist richtig, warum konzentriert sich und redet kaum? Hey, klappt ja cool. Ja. Und dann, Dingens hier. So. Ja. Das ist natürlich auch wegen meinen, Nein! Mangelnden Skills, wollte ich gerade sagen. Kann das auch sein, dass ich einfach so runterfalle. Okay. Hep. Hep. Oh. Aber knapp, oder? War knapp. War knapp. So. So. Komm jetzt. Ja. Vielleicht sollten wir das auch eher mit Gamepad spielen, sowas, oder? Weiß ich nicht, ob es da die Option gibt. Muss ich jetzt nach oben? Frage. Nee. Hä? Nein, das war falsch. Ja, das stimmt, da hatte ich glaube ich auch mal Probleme mit gehabt. Was heißt das denn? Ich glaube, drück einfach mal die Maustaste, wenn du hochguckst. Hä? Vielleicht musst du aufs Gesicht drücken. Ah, guck mal, mach mal aufs Gesicht und zieh das Gesicht. Ach! Alles klar, das kann ich auch noch betätigen. Alter Schwede. Einfach eigentlich ein simples Spielprinzip, aber richtig cool, muss ich sagen. Also gefällt mir gut. Du agierst halt, man muss sich halt wirklich vorstellen, man redet halt wirklich nicht miteinander. Man ja. Ne, also auch nicht über TS oder Mumble oder was auch immer. Das Spiel könnte etwas dauern. Du bist durch, ne? Hab ich gerade gesehen, ja. Ich bin gerade durch. Dann kann ich ja im Prinzip auch weiter. So, jetzt muss ich dir quasi zeigen, was Sache ist. Ich sehe das nicht, was du siehst. Okay. Ja. Ah.
jetzt springe ich mal. Ja, okay, mal gucken. Nochmal. Oh, das ist gemein. Du springst echt ins Leere und zuckst Hammer, dabei ne? zusammen. Ja, ja. Warte mal. Oh, Entschuldigung, ich meine, wir reden da nicht. Genau. Wir reden cool. Nicht. So, und jetzt habe ich auch so lustig, ne? Da. Ja. Yay. Yeah. Da. Stark. Cool, okay, und das nächste. Also, es macht Laune. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, jetzt kann ich durch. Wie gesagt, genau. Also, es ist mir lang kein Spiel mehr so in Erinnerung geblieben wie diese Alpha. Also, vor allem keine ja. Alpha so im Sinn geblieben. Vor allem ist hier, finde ich, bis. Also, ich habe den Eindruck, dass. Oh, Entschuldigung, ich muss Kisten schieben. Halt. So, und. Hep. 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 So. Nein! Ah, ich bin der Noob! Ich glaube, mit Touchpad, Gamepad wäre es, glaube ich, irgendwie noch einfacher, als mit einer Maus hier zu Tastatur hier zu spielen. So. Ja? Ah ja, okay. So ging es natürlich auch. Nee, das ist gut. Ah, nein! Ah, also, ich darf Kacke. Das ja gar nicht sagen. Das Spiel verzögert sich um 10 Minuten. Alle nachfolgenden Spiele. So, dann war das hier. Ich verrenke mir so den Arm. Wow. Ja, das du sollst die Maus benutzen, nicht wirklich da. Oder spielst du mit Oculus Rift hier? Ach, ja, Entschuldigung. Hä? Ehrlich, ich mach dir Druck mit meinem Männchen. Ich merk das schon. Hä? Ja. Wahrscheinlich so, oder? Nein, hier nicht. Vor allem seht ihr das wahrscheinlich bei ihr, oder? Ah, nee, sehen wir ja gar nicht. Nee, seht ihr nicht. Ihr seht halt Doms Blick quasi. Was ja auch ganz schön ist, also man soll ja schon mitfiebern, ne? Ja, das stimmt. Hüpp! Tada! Ah, siehst du, guck mal, jetzt kommt hier was rüber. Du bist quasi jetzt auf dem Schalter. Und jetzt muss ich runtergehen, damit du rübergehst, genau. Oh, cool. Ja, damit ich hier nicht in die Dornen falle, also das wäre schon mal ganz nett. Schade, ich dachte, ich könnte dich nochmal rüberkriegen. Ja, das ist schon nett, ja, ja. Hey, achso, warte. An den Schalter, achso, ich meine, Entschuldigung. Sehr schön. Ja? Also, ja. Ist schon krass, dass das so ein ganz ruhiges Let's Play wird. Also, Let's Test vielmehr. Boah, krass. Das war's, ja. Wa? Ja, sehr cool. Okay, warte. Ah, guck mal, da kommt was angeflogen. Hui! Ja, cool. Also, wie gesagt, wir haben es vorher nicht angespielt. Also, wie ja, gesagt, gar nicht. Nur für den vier. Entschuldigung. Vier Jahren mal gespielt. Ah ja, ich muss ja wieder runter. Und das ist wirklich schon so lange her, dass ich mich. Ich darf ja nichts sagen. Oh, oh. Oh, ein neues Level. Wie lang geht das so? Ich meine, wie lange habt ihr es gespielt? Es war auf jeden Fall schneller vorbei, wie ich wollte. Oh, okay. Wow, das zweite krass. Symbol, sehr schön. Ja gut, das ist eine Alpha, man weiß ja nicht, wie weit das dann noch ausgebaut wird. Also ich denke mal, dass die Symbole da drauf nachher so ein Männchen ergeben. Mhm. Daher denke ich mal, dass es jetzt nicht so super viele Levels gibt oder noch nicht. Oder ich weiß ja nicht, inwiefern die das jetzt so weiterentwickeln. Okay, das sieht jetzt schon ein bisschen schwieriger aus. Okay, ja, warte. Okay. Okay. Ah! War nicht. Also wieder rüber, okay. Mhm. Noch weiter rüber? Ist das ein Vogel bei dir? Nee, der ist im Game. Soll ich denn da hochkommen? Ich bin gerade irritiert. Ja, ich glaube. Männer und Orientierung. Nee, aber ich weiß gar nicht, wie das jetzt funktionieren soll. Warte, ich gehe einfach nochmal hier auf den da. Wo auch immer war, hier. Sehr gut, sehr gut. So, und jetzt habe ich ein Problem. Hab ich hier weil da ist nichts. Ich guck mal, ob hier irgendwas zum Schieben ist oder so. Den Erdblock? Nee. Kannst du nicht schieben. Ich meine. Tralalalalala. Das ist so Coop-Modus. Wir wollen das echt zusammen machen. Vor allem, wir wollten es eigentlich schon viel früher spielen, aber dann wurden wir beide leider krank und. Ja. Das habe ich ja schon mal verstanden, aber. Das ist sehr gut, aber jetzt bin ich.
Jetzt bin ich echt... Wenn ich mal sagen darf, da ist nichts drumherum. Kannst du, vielleicht. Ey, Hilfe! Von dem, was soll denn die Symbolik? Ach, da sind Symbole. Okay, ich darf es ja nicht wissen. Nein. Ich spiele gerade nur an den Symbolen rum. Ja, ich bin echt... Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Da ist nichts zum Schieben? Da irgendwie an dieses... Nee. So, ach, guck mal, dein Knopf, der macht irgendwas, dass sich das bewegt. Geh mal runter von dem Knopf. Ah, guck mal. Ach, wie behindert, blöd. Pass auf, ja, dann. Oh, ja, jetzt bist du dran. Okay, warte mal. Nee. Achso, du musst... Ach, du bist ganz oben. Wie kann ich dich denn... Kann ich dich zoomen? Weil ich will ja sehen, was du... Nein. Ach, du bist jetzt genau hinter meiner Beschriftung. Was für eine Beschriftung? Ja, von Mumble. Ach so, ja, dann... Ich sehe jetzt gerade nichts. Echt nichts. Dann sage ich es dir einfach mündlich. Ich zeige nach links. Okay. Nein, nach links oben. Von da, wo du vorher standest. Achso, dann wird das hier sein. Auch nicht. Ups. Warte, dann springe ich einfach mal hin und her. Da ist nix. Links oben. Ja, ist richtig. Links oben wäre also hier. Höp! Hä? Crazy? Okay. Boah, achso, ja, stimmt. Ja, geh mal vom Knopf runter. Okay, achso, jetzt muss ich hier wieder drauf. Ja. Alles klar. Wahrscheinlich so. Muss ich hier auf diesem Ding. Ja, ich kann es mir denken. Moment, ich warte, bis er wieder da ist. Wow. Okay. Sehr gut. Wow. Das war ja. Das war ja easy. So. Okay. Jetzt bist du auch mal schön zentral. Also das war ein bisschen blöd gerade. Ja, das fand ich. Ich war bei mir selbst aber auch in der Schrift drin. Also. Ah ja, okay. So, ja, ich sehe leider... Weil ich konnte nur mich zoomen. Nein! Nein! Ja, für genau. Sparta! Das geh mal runter. Gut gemerkt. So, ich brauche ja jetzt nicht. So. Hüpp! Ja! nee. Entschuldigung! Nein! So. Ja? Achso, ja, stimmt, du bist ja. Sub. Da kann ich ja direkt hier rüber gehen, so. So, warte ich auf das Kommando. So, ach ja, ich muss ja hier wieder runter. Ach ja. Ah, okay. Ach, man vergisst das ja so gern hier mit dem Knopf. So. Alles klar. Cool. Sehr cool. Guck, wie stimmungsvoll das so wird, finde ich, wa? Ja, ich finde das Level-Design, also dafür, dass es 2011 ist, schon schön gemacht. Mhm, doch. Muss man sagen. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, guck mal. Du hast mir was rübergeholt, ja, ich sehe es. Warte mal, lass das mal da. Ah, schnell. Hüpp. Ah. Okay, verstehe. So viel zum Teamplay. das ist jetzt ein kleines Problem. Ja, spiel du ruhig weiter. Wir müssen gucken, wie weit du kommst. Guck mal. Oh, jetzt bin ich gestorben. Ja, das muss man auch mal testen. Ah ja, na klar, gehört zum Spiel dazu. Okay, könntest du mal... Ja, sicher. Okay, also wir müssen schnell sein, ja. Naja. Und nu? Ja, ich musste ja warten. Hey! Ich musste ja warten, bis du da bist. Ja, aber wie soll das denn jetzt gehen? Hm. Wenn ich wieder runtergehe. Ding, dann sterbe ich, okay. Ja. Dann muss ich nochmal. Dann gehe ich auch mal runter. Auch. Ja, okay. Mit sterben dann. Gemeinsam oder gewinnen gemeinsam. Okay, also du machst Knöpfchen und dann beeilst du dich mal schön. Dann gehe ich von den Knöpfen runter. Müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert. Ach ja, warte, ja, stimmt ja. Boah,
Warum habe ich dich ausgesucht? Ey, Moment, ich habe mich nicht ausgesucht. Boah, da muss aber richtig zackig sein. Hüpf, hüpf. Nein! Oh. Hey! Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ach ja. Oh, aua. Revenge! Sehr cool. Das macht Laune, ey. Ah ja. Du, dieses Männchen, was ich hier spiele, ne? Weißt du, an wem ich das im Moment erinnere? Oh, ey, achso. Weißt du, an wem ich das im Moment erinnere? So, ich genau, ich warte, bis du... Ding? Ah, guck mal, cool, ja. Jetzt hast du das wieder auf Anfang gespielt. Mhm. Fein. So. Nein! Oh. Jetzt töte ich dich. Au! Weißt du, an wem mich das erinnert? Osama Bin Laden? Der ist gerade im Türkei-Urlaub. Ach so, okay. Der Paddy the Fly ist... Ach so, ich geh nochmal rüber. Ja, der Paddy the Fly ist nämlich im Türkei-Urlaub und deswegen spielt er heute nicht mit. Und der Runner, der ist heute indisponiert. Genau. Der kann auch nicht. Deswegen spielen wir heute mal zu zweit. Also keine Sorge, das Team besteht noch. Ja, ja. Wir mögen die anderen nicht mehr. Schneller! Hüpfhase! Nein! Oh, okay, warte, bevor jetzt wieder einer stirbt von uns. Ja. Und go. Yeah, 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 yeah. 3, 2, 4, ja! Los! Ja! Yay! Ole! Tada! Ja, war doch easy, yes. Mensch. Aber es ist schon anspruchsvoll, muss man sagen. So, jetzt kann ich wieder irgendwas. La 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 la. Muss ich hier auch Knöpfchen drücken? Lass mal gucken. Oh! Ah ja. Aber die gehen nur zusammen hoch, ne? Nö, jetzt sind sie da. Aha, ich hab meine bekommen. Ah, müssen wir zusammen Knöpfchen drücken, ja? Ich glaube auch, ja. Los geht's. Okay, hab verstanden, nicht drauf stehen bleiben. Oh, Mist. Na, sorry, du müsstest auch nochmal runter. Ach, Entschuldigung, kannst nochmal. Ich hab geträumt. Aber du... Nee, noch mal einmal drücken, damit das Timing... Okay, jetzt. Hä? Die war noch da. Nein! Okay. Wir wechseln uns ab. Dadurch geht das so ein bisschen schneller, wenn wir jetzt nicht sagen müssten, nein oder so. Ja, es soll euch ja motivieren, es selber mal zu spielen. So. Genau. Und ich denke, das wird es auch tun. Wenn ihr euch das mal runterladen wollt, die Datei ist jetzt nicht so sonderlich groß. Genau. Ist in der Videobeschreibung auf jeden Fall der Link. Einmal googeln Way und Games oder Way und Coco, dann findet ihr auf jeden Fall die Webseite der Entwickler und wir können absolut raten, kurz mal zu spielen. Es ist wirklich nicht schwierig. Man findet nur nicht unbedingt jetzt einen unbekannten Koop-Partner, da das Spiel jetzt schon was älter ist und wahrscheinlich keiner mehr da auf dem Server rumhockt. Aber wenn ihr einen Kumpel habt, mit dem ihr das spielen wollt, dann lohnt es auf jeden Fall. Ui, das ist ja mal schick hier. Oh. Aha, ach, guck mal, jetzt kommen doch die Dinger. Okay. Nein, gewünscht habe ich mir das nicht. Au. Okay. Ja, ich hätte öfters mal Mario spielen sollen. Aber der Link ist auch in der Videobeschreibung. Okay. So, wie ihr dann das Spiel gelangen könntet. Gut. Fang ich an oder du? Ich glaube, du fängst an. Dass du laufen musst. Mist. Warte. Ja, warte. Und du? Was? Oh. Ja, 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 nein, 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 nein! Mazinga. Wirst du gleich sehen, was ich meine? Ah ja, ich muss ja nie. Welche Richtung muss ich? Ah, danke. Ah, oh. Bin mir selbst nicht sicher. Zing mal einfach mal. Gut. Ich schäme mich. Ich halte meinen Schritt zu. Lalalala. Achso. Du musst ja bedenken, Entschuldigung, wenn ich es sag, aber du. Ah, okay. Ich hoffe, du machst das jetzt auch mit Sinn und Verstand. Danke. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Richtung richtig ist. Ich bin nach rechts gelaufen. Du müsstest wahrscheinlich nach links. Bist du eingeschlafen? Nee,
nicht. Ich warte auf das, Schlaganfall. Was du da sagst. Weil ich sehe den einen da nicht und die anderen. Also ich sehe dich zittern, ne? Ah, okay. Okay. Ach, du siehst nicht, was runterkommt? Nein, natürlich nicht. Und ich mache immer, wenn die runterkommen, zack. Okay, also die blauen siehst du nicht. Okay, dann habe ich ja richtig cool gemacht. Das wollte ich ja nicht sagen. Ich wollte, dass du es selber erkennst. Ja. Mach nur den blauen, den, der da kommt, ne? Ja. So, warte. So. Ich mache mir gleich in die Hose. Du. Ah, ah, schade. So, Das hat was vom Knotenknut. Ich weiß nicht. Der Knotenknut. Nochmal zur Info für die, okay, die es nicht wissen. Ich sehe es nicht. Ja. Ich sehe wirklich nicht, was da ist. Also so wie der Lomnom vorher die roten nicht gesehen hat, sehe ich halt jetzt im Moment die blauen nicht, die da runterkommen. Die habe ich natürlich gesehen, deswegen bin ich ganz gekonnt durchgelaufen. Pass auf, ich sag einfach, wann du durchrushen musst, ja? Mhm. Pass auf, dann geht meine Hand runter. Also. Ach so. Ja. Nein! Das war aber ganz, ganz knapp. Okay. Also wirklich knapp. Oh, ich habe übersteuert. Also wenn die Hand runtergeht, dann darf ich rushen. Okay, verstehe. Ich dachte, wenn die Hand runtergeht, gehen die Dinge auch runter. Ja, aber das war eben so. Mann! Jetzt bist du durch. Ich war gerade 2 Stunden schwimmen. Natürlich bin ich durch. Warte. Ja. Ne, muss man bewegen. Oh. Boah, der kam aber gerade. Du warst auch ein bisschen. 2 Sekunden hast du gewartet. Ich meine, 1 Sekunde Zeitverzögerung. Genau, wir haben ja hier unheimliche Latenz drin. Ja, wir arbeiten. Gut. Das war keine Absicht. Ich dachte, wenn deine Hand runtergeht, soll ich durchlaufen, mein Guter. War ja auch der Plan. So, warte, die Hand geht hoch. Ah! Also ganz knapp. Ey, du hast die nicht gesehen, bist einfach durchgelaufen. Ohne auf das ist am besten, glaube ich. Ja. Machen wir eigentlich 1/2 Stunde Folgen? Oder wie lange wollen wir die Folgen machen? Du bist der Chef. Mir ist das wurscht. Machen wir 1/2 Stunde, würde ich sagen. Haben wir nämlich noch 1 Minute. Das heißt, das machen wir noch, wenn wir durch sind, machen wir ein Folgenpäuschen. Okay. Spielen wir schon 1/2 Stunde. Ja. Jetzt reagiert sie nicht mehr. Nee. Ich trau dir nicht mehr. Das hat auch was mit Vertrauen zu tun, also, ne? Wir sind ja kein Paar. Du bewegst ja gar nicht. Nein, ich wollte mich gerade freuen über deine Aussage. Okay, warte mal. Okay, jetzt. Nein. Den ersten siehst du doch, oder? Ich glaube, den ersten siehst du. Ich achte ja auf dich. Was denn jetzt? Ja, sehr gut. Meine rechte Hand geht hoch. Wenn du das sehen willst, also du siehst ja auf meinem Channel zum Glück, es ist so knapp. Und du rushst einfach durch und dir passiert nichts. Ja. Geh mal ein bisschen näher. Also wenn du die Hand jetzt runter tust, heißt das, dass das Ding auch unten ist? Oder dann sollst du laufen. Okay. Und jetzt gilt's für beide, ne? Entschuldigung.
Oh, er weiß aber, dass sie beide sind. Cool. Ja, ich sehe ja hier oben diese Ach so, die Markierung siehst du, diese Lichter. Ah, okay. Ach, dann muss ich mich konzentrieren. Ah, ich trau mich nicht. Trau mich nicht. Yes! Ja! Ja. Yes! Sehr gut! Geh in dein Kabuff. So, und damit ist die erste Folge vorbei. Puh. Ja. Nicht schlecht. Hey. Also, das macht auf jeden Fall Laune, muss ich sagen. Und es macht auf jeden Fall Spaß noch mehr. Und wir sehen uns im Endscreen wieder. Bis gleich! Ja, mal ein richtig geiles Spiel hast du da ausgesucht. Finde ich gut. Obwohl, habe ich ja empfohlen. Aber wir haben uns gemeinsam entschieden, dass wir es machen, weil wir beide es toll finden. Ja, und wenn ihr mehr davon sehen wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald. Tschüss.